Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Ich begrüße euch alle zu Marktanalyse live am Mittwoch. Wir haben 18:05 Uhr, kleine Verspätung heute, und wir schauen jetzt mal wieder auf die Märkte. Hat sich wieder einiges getan, auch besonders heute, und da werden wir natürlich wieder viele spannende Charts sehen. Bild und Ton sind okay, das ist gut, dann können wir auch loslegen. Zunächst der Disclaimer, das alles das, was ich sage und zeige, nur der Information und Demonstration dient, kein Angebot zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten darstellt und eben auch keine Beratung, keine Empfehlung oder sonstiges in der Art sein soll. Das dazu, und bevor wir auch auf den DAX und auf den Dow Jones zum Beispiel schauen, habe ich euch nochmal was mitgebracht zum Stichwort Sell in May. Da haben wir ja letzte Woche im Webinar drüber gesprochen. Da gibt es auch ein Video mittlerweile auf unserer YouTube-Seite nur zu diesem Sell-in-May-Effekt dazu. Und heute habe ich euch das Ganze mal mitgebracht. Einmal für den Nasdaq 100, also für die Technologiewerte in den USA. Und dann schauen wir uns das Gleiche auch nochmal an für den Tech DAX. Also schauen wir doch mal bei den Outperformern des laufenden Zykluses sozusagen. In der Corona-Krise haben wir ja viele Tech-Werte, die eben auch teilweise durch die Decke gehen, auf jeden Fall aber viele, die sich besser entwickeln als zum Beispiel der DAX, der Dow Jones oder der S&P 500. Und so lohnt sich sicherlich auch ein Blick mal drauf auf den Nasdaq und wie er denn so im Durchschnitt performt in den letzten 34 Jahren, wenn wir im Mai, im Juni, im Juli, quasi in den Sommermonaten unterwegs sind. Letzte Woche haben wir festgestellt, der DAX, der S&P 500, die tun sich so ein bisschen schwer im Mai. Der DAX tut sich schwerer als der S&P 500. Der S&P 500 kann am Ende sogar auch noch ganz gut abschneiden. Wie sieht es denn hier mit dem Nasdaq aus? Und dazu habe ich das Gleiche einfach mal gemacht. Wir haben uns den Zeitraum angeschaut, jetzt vom 1. Mai bis zum 30. September. Was ist in diesem Zeitraum insgesamt passiert? Und so sehen wir dann, dass wir erst einmal in der ersten Monatshälfte hin und her pendeln, ohne dass wir sehr viel Kursfortschritt machen im Nasdaq 100. Und dann gegen Ende Mai bekommen wir hier so einen Schub nach oben, der uns dann eben auch hilft im Juni hinein. Denn wenn wir uns den Juni dann anschauen, der ist auch von einer Abwärtsphase geprägt. Am Ende kommt da ein leichtes Minus vielleicht heraus. Und dann haben wir den Juni, der auch vergleichsweise stark ist. Gerade die erste Junihälfte ist stark und dann geht es etwas runter. Der August, so lala. Der September, so lala. Und insofern haben wir jetzt hier die letzten 34 Jahre im Nasdaq 100 im Durchschnitt, der Mai gar nicht so schlecht, gerade die zweite Monatshälfte. Im Juni müsste man dann ein wenig aufpassen. Schauen wir uns das auch mal an für die letzten 10 Jahre. Auch das habe ich euch hier mitgebracht. Und hier sehen wir ein etwas anderes Bild. Da ist der Mai in der Tendenz leicht schwächer. Und da geht es dann nochmal quasi von jetzt an, von Mitte des Monats bis zum zwei Drittel des Monats geht es dann nochmal etwas runter. Dann stabilisiert sich das Ganze und insbesondere eine sehr starke Phase von Ende Juni bis Ende Juli. Also das hier auch sehr, sehr gut zu beobachten, wie es hier aussieht in den letzten 10 Jahren. Und dann haben wir einen schwächeren August und erst Ende August wird es wieder besser. Und das ist tatsächlich auch immer wieder ein interessanter Zeitpunkt gewesen, wo es hier schon sozusagen auch der Vorbote der Jahresendrallye so langsam kommt, wo wir dann eben nochmal stärker werden. Also insofern haben wir hier auch einen etwas differenzierten Effekt, nicht den klassischen Sell-in-May-Effekt. Man muss jetzt nicht rausgehen und erst im Oktober zurückkommen, dann hätte man hier im Nasdaq viel verpasst. Das ist also keine gute Herangehensweise, sondern hier sollte man dann eben auch stark
auf die bestimmten Punkte achten, wie zum Beispiel Ende Juni hier als Startschuss zu einer sehr, sehr guten Rallye, die eben dort auch eine sehr, sehr beeindruckende Stärke auch hat in den letzten Jahren. Schauen wir uns das Ganze doch mal für den Tech-DAX an. Ich schaue mal gerade, dass wir den auch hier reinlegen. Und dann nehmen wir auch diesen Zeitraum erstmal den längsten, wie es geht. Und wenn wir uns jetzt den TechDAX anschauen, sieht das erst einmal auf den ersten Blick nicht so toll aus. Insbesondere wahrscheinlich, weil wir hier die Jahre 2001 und 2002 haben. Mit dabei die große Tech-Bubble. Da können wir mal reinschauen, wenn wir die rausnehmen, wie sich das ändert. Und wenn wir eben diese großen Ausreißer nach unten mal rausnehmen, dann sehen wir ein Bild, wenn wir eben keine solche Crashphase haben, wo eben gerade auch Tech-Werte sehr stark in Mitleidenschaft gezogen werden, haben wir auch hier einen Mai, der bis zum zwei Drittel des Monats schwach ist und dann wieder eine starke Phase bis Anfang Juni. Aber auch hier machen wir unterm Strich nicht viel Profit im Tech-DAX. Aber wir haben nach einem schlechten Juni dann wieder einen recht positiven Juli bis Ende des Monats. Der August startet zumindest schwach und dann gegen Mitte August haben wir eine gute Phase und der September ist dann wieder ein Schwächemonat. Also hier auch trotzdem zwei Tech-Indizes verglichen, aber unterschiedliche Aussagekraft. Der Tech-DAX kann hier nicht die Stärke entwickeln, eben auch ab Juli, wie es der Nasdaq getan hat. Insofern heißt es bei diesem Index auch ein wenig mehr Achtung, ein wenig mehr Obacht geben. Und im Nasdaq, der ist eben ein recht starker Index in diesem Zeitraum von Mai bis September. Das also nochmal zum Sell-in-May-Effekt. Wie sieht es denn aus bei Tech-Werten? Denn das könnte ja in den nächsten Wochen auch wieder etwas spannend sein, wie es denn hier mit weitergeht. Schauen wir jetzt aber mal auf den Klassiker in Deutschland, auf den DAX und wie er denn so unterwegs ist. Und hier sehen wir dann sehr schnell, heute ziemlich schwach, jetzt nachbörslich noch 3,5% im Minus, gerade so die letzte halbe Stunde hat hier quasi einen kleinen Dolchstoß verpasst bekommen, der DAX. Das sah nicht so gut aus. Und so haben wir hier wieder eine ähnliche Geschichte, wie wir sie auch schon Ende April beobachtet haben. Ende April hatten wir so ein Candlestick-Muster, das wir gesehen haben, bei über 11.000 Punkten. Hier hat der DAX dann eben eine sogenannte Piercing Line ausgebildet, diese rote Kerze, die eben fast komplett den Kursgewinn des Vortages negiert hat. Das ist eben keine gute Geschichte, die der DAX hier gezeigt hat. Und ich habe es ja dann angekündigt, denn wir werden dann in den nächsten ein, zwei Wochen keine höheren Hochs mehr sehen. Und da arbeitet der DAX tatsächlich auch wie verrückt daran, dass genau das passiert. Heute eben ein sehr schwacher Tag, der stattgefunden hat. Und so haben wir auch am Montag wieder eine Kerze gehabt, die nicht so positiv ist. Diese rote Kerze dort hat die Vortageskerze, also die von Freitag, auch zumindest den Kerzenkörper umschlossen. Hier sowas wie ein Bearish Engulfing, was aufgetreten ist. Und heute sind wir auch wieder da. Also der DAX neigt aktuell dazu, eben auch hier in der ersten Maihälfte sozusagen auch alle Ehre zu machen, dass er eben auch schwächer tendiert. Und so müssen wir jetzt aufpassen, was passiert. Ich schau mal gerade, der Ton ist dumm. Ich guck mal, ob ich was anpassen kann. Einen Moment.
So, ich habe jetzt mal was an der Lautstärke verändert. Ist das jetzt besser oder ist das schlechter? Ich spreche einfach mal ein wenig, dann könnt ihr mich hören und dann könnt ihr nochmal Feedback geben. Ich mache jetzt so lange nochmal weiter und wir sehen hier im DAX, ja, dass wir eben schwächer tendieren, jetzt 3,5% ungefähr im Minus liegen und so müssen wir, wenn ich den Chart jetzt mal größer mache, durchaus aufpassen, wie es jetzt hier weitergehen kann. Denn eine große Gefahr, die dann davon ausgeht, ist, dass wir hier, je nachdem, was wir jetzt hier sehen, in eine Umkehr wieder reinlaufen können, eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation etablieren, je nachdem, was sich eben jetzt in den nächsten Tagen auch noch so ergibt. Hier haben wir noch ein bisschen Zeit sozusagen, aber das ist eben die große Gefahr und ich zeige euch gleich, wo man dann da eben auch besonders drauf achten sollte. Ton ist nicht besser, dann versuche ich mal was anderes. Ich versuche es mal mit einem anderen Headset. Da haben wir zum Glück noch etwas hier liegen und dann schauen wir mal, ob das besser wird. Das dauert jetzt eine halbe Minute und dann. Ich habe mal das Headset gewechselt. Die Frage, ob ich jetzt besser zu verstehen bin oder nicht. Und ob ich damit dann jetzt arbeiten kann. Ich sehe zumindest, dass der Ton rüberkommt. Jetzt höre ich auch schon super. Nicht mehr wie aus dem Eimer. Komisch, dann hat irgendwie das Mikrofon wohl einen Knacks bekommen, das ich vorher verwendet habe. Und jetzt ist es besser. Jawohl, dann machen wir doch damit weiter. Kein Problem. Und dann kommen wir zurück zum DAX und der DAX, der zeigt uns eben aktuell kein so gutes Bild. Hier, wie gesagt, möglicherweise eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die sich etablieren kann und wo man dann eben Obacht geben muss. Obacht insbesondere hier diese Linie als entsprechende Triggermarke, als ultimative Triggermarke dafür, wenn wir uns nochmal weiter nach unten orientieren müssen und eine Etage tiefer schauen. Das heißt, hier diese 10.200-Punkte-Marke ungefähr, das sind so diese Tiefs vom 8.4., vom 15.4., 10.200, 10.250 Punkte ungefähr. Wenn es hier runter geht, dann haben wir hier tatsächlich eben auch das Potenzial, eben diese Etage tiefer nochmal anzusteuern und dann wären wir ziemlich schnell bei der Zählweise bei 9.500 Punkten. Und das sind hier diese Tiefs aus dem April, aus Anfang April. 2.4. war das nämlich. Und das wäre dann eben die große Gefahr dafür. Wir sehen gleich auch noch, wenn wir uns Einzelaktien anschauen, dass eben insbesondere die heute auch betroffen sind, die sehr stark auch vom Lockdown eben betroffen sind. Da werden wir gleich einen Blick drauf werfen. Aber das ist eben ein Szenario. Wir bekommen hier sowas wie eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die, wenn sie denn erscheint, sollte aber noch etwas symmetrischer werden. Das heißt, dass wir die nächsten Tage durchaus jetzt hier noch in einer entsprechenden Seitwärtsrange verbringen können, so wie wir es eben auch hier von dem 7.4. bis zum, ja, wann war das, 26. oder 25.4. gewesen ist, dort, wo wir uns also die linke Schulter sozusagen erarbeitet haben, um ein wenig Symmetrie reinzubekommen. Der technische Analyst, gerade bei Schulter-Kopf-Schulter-Formation, will eben auch sehen, dass sich Ähnliches, was sich auf der linken Seite entwickelt hat, auch auf der rechten Seite entwickelt. Und wenn wir das sehen, vom Preislichen, vom Zeitlichen, dann
ist eben die Gefahr noch größer, noch realer, dass wir eben eine solche Schulterkopf-Schulterformation hier im DAX bekommen können. Vom zeitlichen, das können wir hier mal ganz gut mit dem Maßband machen. Wenn wir hier mal diese erste Kerze nehmen bis hierhin, haben wir ungefähr 12 Tage gebraucht für diese linke Schulter, diese mögliche. Und wenn wir das jetzt hier auch noch mal von diesem Tag hier an projizieren, dann hätten wir noch etwas Platz bis hier über den 18.05. hinaus. Dann sind wir irgendwo im Bereich vom 20.05. Das ist der kommende Montag. Es muss natürlich nicht genau 12 Candles sein. Es können eben auch weniger sein. Vielleicht ein, zwei weniger, vielleicht ein, zwei mehr. Aber um den Dreh sollte sich das dann eben auch abspielen. Dann hätten wir eine sehr symmetrische, vom zeitlichen her gesehen, Schulterkopf-Schulterformation, die sich eben genau mit dem Break unter diese graue Linie ereignen würde. Da sollten wir auf jeden Fall drauf achten. Bis zu der heutigen Schwäche hätte ich auch noch gesagt, wir haben entweder oder in der Kursformationsbildung, entweder diese Schulterkopf-Schulterformation oder aber etwas anderes, was jetzt erstmal ein wenig so vom Tisch ist. Denn die zweite Variante wäre gewesen, dass wir hier etwas wie ein symmetrisches Dreieck bekommen. Und das wäre eben dann die Long-Variante. Jetzt habe ich es ein wenig schlechter eingezeichnet. Wir müssten hier nämlich, habe ich das Tief vom 4.5. genommen. Und hier wären wir jetzt, wenn sich da nicht viel morgen dran ändert, dann eben auch nach unten ausgebrochen. Damit ist das Thema vom Tisch, denn ein symmetrisches Dreieck ist ja immer auch eine Trendbestätigungsformation. Wir haben ja diese Aufwärtsbewegung gehabt, da hätte der Ausbruch, wenn dann, nach oben erfolgen sollen. Also ist das erstmal vom Tisch. Möglicherweise legt sich das hier etwas anders dann an, aber hier heißt es erst einmal, das Bullen-Szenario mit einer solchen Dreiecksformation ist erst einmal passiert. Und so müssen wir eben auf diese Tiefs hier achten. An der Stelle, das da unten bei 10.200 ungefähr. Und dann haben wir hier noch die 10.420 Punkte ungefähr oder 10.430 Punkte dort, wo wir irgendwann am 4.5. unterwegs waren. Und das sind so die zwei Haupttrigger, die wir unbedingt im Auge behalten müssen. Der zweite, die dünne graue Linie, geht auch ungefähr einher mit dieser Kurslücke, die wir am 11.3. nach unten eben aufgetan haben. Insofern haben wir hier im DAX eine Möglichkeit, eben auch nochmal günstiger sozusagen zu werden. Schauen wir uns das mal ein wenig differenzierter noch an. Wir haben hier die entsprechende Fibonacci Retracement Methode. Also wo ist der DAX denn hingelaufen? Und wir sehen, dass er schon Schwierigkeiten eben bekommen hat an der 50% Marke. Dort ist er also gescheitert. Wir haben einen Tag darüber verbracht, zumindest einen Schlusskurs. Und am nächsten Tag, da wo wir diese Piercing Line gesehen haben, sind wir dann wieder entsprechend gen Süden gelaufen. Haben also hier einen Turnaround erst einmal gelegt. Das zu den Fibonacci Retracements, also an einer markanten Stelle, ist der DAX eben hier schwächer geworden. Ihm ist da die Puste ausgegangen und er hat es eben nicht mehr vorerst bis zu diesen 11.500 Punkten geschafft. Eine weitere Geschichte, wo wir darauf achten sollten, ist hier jetzt nicht im Tageschart, aber eben in 15 Minuten oder im Stundenchart der MACD, was entwickelt sich hier, und das ist dann eben zu betrachten als
Indikator, wenn wir jetzt weiter nach unten laufen, ohne dass es Divergenzen gibt, ist das schon mal ein schlechtes Zeichen. Und genau das macht der DAX hier. Leider im Kurs haben wir seit diesem Hoch, seit dem Nach-Corona-Hoch sozusagen bei über 11.000 Punkten, haben wir im MACD eigentlich hier mit dem Kurs hin auch tiefere Tiefs gemacht, was die Linien angeht und jetzt eben auch mit dem Histogramm, das was wir jetzt im Gegenhandelsschluss erlebt haben im DAX, das war nicht gerade das Gelbe vom Ei und das hat dann eben auch nochmal dafür gesorgt, dass wir negatives Momentum aufgenommen haben und insofern bleibt hier die Lage dann tatsächlich bei diesem Niveau angeschlagen, angeschossen zumindest und das müssen wir dann jetzt auch beobachten, wie dann eben solche entsprechenden Trigger auch berührt oder unterschritten werden. Hier, wie gesagt, die 10.420, 10.430 Punkte Marke ist das nächste Ziel, wo es dann einen kurzfristigen Boden gegeben hatte vor einigen Tagen, nämlich hier. Und jetzt sind wir genau wieder an dieser Mal schauen wir mal, was da passiert, wenn wir da brechen. Gesagt haben wir hier zumindest mal die nächste Anlaufstelle schon mal definiert, 10.200 Punkte. Sieht also derzeit nicht ganz so rosig aus, was der DAX hier macht. Und das müssen wir eben dann jetzt auch in Betracht ziehen, nachdem wir eben auch sehr euphorisch mehr oder weniger wieder nach oben gezogen sind. Nach den Corona-Tiefs haben wir hier die Schwächephase eingeleitet. Schauen wir mal, ob die Schwächephase eher seitwärts verläuft oder ob sie preislich nach unten verläuft. Wenn wir das zweite Szenario haben, müssen wir diese beiden Triggermarken unbedingt brechen. Solange die eben auch nicht brechen, um das auch noch zu Ende zu führen, haben wir hier auch noch die Hoffnung, sozusagen, dass es auch weiter nach oben geht. Aber aktuell zeigt uns der Index Vorsicht an und das sollte man dann auf jeden Fall betrachten. Blicken wir mal auf den S&P 500, der jetzt auch 2% schwächer ist am heutigen Tage. Und wenn wir von Kursformationen sprechen und im DAX eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation sich entwickeln kann, haben wir hier den S&P, der nicht unbedingt eine Schulter-Kopf-Schulter-Umkehr machen muss, sondern wo wir hier drauf und dran sind, eine M-Formation auszubilden. Doppeltes Hoch, was er da hinbekommen hat, sozusagen im Bereich von 2.955 Punkten. Da war er ein paar Punkte unten drunter am 11.05. Und jetzt ist er hier kurz vor diesem Trigger, das Zwischentief am 4.05. 2.798 Punkte. Laufen wir da runter, haben wir eine kleine Umkehr. Und das hieße, in Anführungszeichen natürlich kleine Umkehr bei der Volatilität und bei den Handelsspannen, die wir ja aktuell haben, hieße das eben immerhin noch 150, 160 Punkte. Potenzial nach unten aufgrund dieser Formation. Also haben wir hier dann das Zielbild 2650 mal als Minimum, sollten wir jetzt hier in den kommenden Tagen oder vielleicht sogar auch schon heute diese Marke von roundabout 2800 Punkte unterschreiten per Schlusskurs. Also S&P 500 schwächelt auch jetzt erst einmal. Und hier heißt es dann eben darauf zu achten, gibt es den Trendbruch, das wäre hier mit der M-Formation und wenn wir eben dieses Zwischentief am 4.5. unterschreiten, der Fall, spätestens haben wir hier an der Stelle den Trendbruch bei 2726 Punkte und dann haben wir hier eben auch das, was wir uns nach oben erarbeitet haben, schon wieder zu einem guten Teil zunichte gemacht. Hier sehen wir, der S&P 500 ist ein wenig weiter gelaufen, als es der DAX getan hat. Er hat sich an die 62% Marke herangewagt,
an der Stelle und ist daran eben zweimal gescheitert und hat jetzt, wie gesagt, hier auch den Trigger, an der Stelle eine M-Formation auszubilden. Das wäre das Negativszenario, würde uns dann eben hier nochmal runterwerfen. Auf der anderen Seite, bei einer M-Formation, einer potenziellen, ist es immer wieder charmant. Wenn wir da eben nicht drunter handeln, nicht unter die 2800 Marke gehen, dann kann immer noch aus der M-Formation eine Rechtecksformation werden. Dann wären wir bei der Trendfortsetzung nach oben und dann müssten wir aber eben diese Zwischenhochs hier überschreiten, 2955 Punkte. Auch hier mal wieder eine Zeiteinheit unten drunter, auch mit dem MACD mal beobachtet, wie sieht es hier aus. Hier könnte man immer noch die Hoffnung haben, dass wir keine so großartigen Konvergenzen sozusagen sehen, dass der MACD das gleiche macht wie der Kurs. Das bleibt jetzt aber noch abzuwarten, das ist noch ein bisschen zu früh. Wenn wir diese Marke knacken hier unten, werden wir das hier sehen. Allerdings hat der MACD auf andere Weise Divergenzen ausgebildet und in dem Falle nämlich bärische Divergenzen. Wenn wir uns das Hoch hier bei 2955 anschauen, dann war der MACD hier, egal ob Linien oder Histogramm, schon auf einem in Anführungszeichen mickrigen Niveau im Vergleich zu den vorherigen Hochs, die wir hier gesehen haben und hier gesehen haben. An dieser Stelle, wenn wir uns den MACD hier anschauen, haben wir hier immer wieder Niveaus gehabt. Das Momentum war an beiden Stellen eben auch höher als das, was wir jetzt hier zuletzt gesehen haben. Also auch hier ein wenig die Luft raus erst einmal, was die Aufwärtsbewegung angeht. Wir haben dort also jetzt auch durchaus dieses Abwärtspotenzial, wenn wir hier diese Marke unterschreiten. 15 Punkte sind wir von weg. Wenn wir vor 6 Monaten von 15 Punkten gesprochen haben, dann hat sich das beim S&P auch immer mal wieder ein paar Tage in die Länge gezogen. Hier heißt es, 15 Punkte an einem Tag sind mittlerweile der Volatilität eben auch nicht mehr so viel. Und insofern müssen wir da eben jetzt auch brandaktuell drauf schauen, wie es da weitergeht. Schauen wir doch mal auf den Nasdaq jetzt, der uns an der Stelle eben, zumindest was die Saisonalität angeht, besser gefällt als die anderen Indizes. Nichtsdestotrotz auch hier im Nasdaq ein bärisches Vorzeichen, das wir gestern und am Montag gesehen haben, Bearish Engulfing, also auch keine gute Geschichte von Candlestick-Mustern her. Insofern haben wir jetzt hier auch erst einmal tiefere Kurse gesehen am gestrigen Tag und heute eben vor allen Dingen auch nochmal. Die Frage ist, ob und wie er ein Comeback feiern kann. Das steht natürlich zur Debatte, aber jetzt muss einen auch nicht wundern, wenn auch hier der Nasdaq in den nächsten Tagen noch einmal ein wenig mehr zur Schwäche tendiert. Und dann gilt eben auch hier die letzten höheren Tiefs, die wir hier haben, um den Aufwärtstrend eben auszubilden, haben wir an der Stelle dieser grauen Linie jetzt gesehen, ungefähr 8680 Punkte, auf die wir achten müssen. Also ähnliche Bilder bei allen Indizes, was zumindest hier so diese Struktur angeht. Wir sind hochgelaufen, im DAX zwar nur 50%, im S&P 62%, im Nasdaq so weiter. Aber wir sind hier immer wieder an ähnlichen Problemen gescheitert, das so sagen möchte, nämlich hier in der Nähe von diesen Kurslücken, die dann auch immer wieder als Widerstand fungieren. Und so haben wir jetzt hier Nasdaq, den seht ihr hier, 62%, da ist er ziemlich schnell drüber hinweggekommen. Jetzt haben wir hier 76% auch noch überschritten an Korrekturniveaus, da sind wir dann eben auch noch drüber gegangen. Und das war jetzt so die letzte Verteidigungslinie, die sozusagen die Abwärtsbewegung noch hatte.
bevor man dann auch ziemlich zügig von neuen Allzeithochs sprechen könnte. Also Verschnaufpause zumindest mal im Nasdaq, der hier eine entsprechende Stärke aufweist im Vergleich zu den anderen Indizes. Und so heißt es unbedingt hier auf diese Marke 8.600 und was habe ich gerade gesagt? Nochmal kurz schauen. 8.680, 8.660 Punkte. Auch hier kann man wieder umgekehrt mal mit Fibonacci Retracements arbeiten und dann auch mal schauen, wie weit der Nasdaq hier dann laufen möchte. Wenn er dann zum Beispiel nur bis zum 23,6% Retracement kommen würde und dann wieder irgendwo dreht, dann haben wir hier einen sehr, sehr starken Trend und der zeigt da eben nach oben. Und insofern heißt es hier dann eben darauf achten, wie weit kommt er runter, wo kann er wieder drehen und je früher er wieder dreht, desto mehr spricht eben für einen starken Trend. Ja, das erstmal zu den Indizes, zu den Aktienindizes. Schauen wir nochmal hier drauf, wie sieht es denn hier aus in der Entwicklung bei Gold? Gold ist ganz interessant, denn hier haben wir auch eine Formation, die sich entwickeln kann. Anders als bei den Aktienindizes, S&P und DAX zumindest, wo wir hier bärische Kursformationen vor der Haustür zumindest stehen haben, spitzt sich die Lage im Gold zu. Und spitzt sich zu, heißt hier in dem Falle, dass wir eine möglicherweise auch bullische Kursformation hier entwickeln. Das Ganze heißt Dreieck, symmetrisches Dreieck, was sich hier anbahnt. Wir brauchen eben nur noch den Trigger. Wir müssen diese obere Trendlinie nach oben durchbrechen. Idealerweise auch noch mit diesem letzten tieferen Hoch, dass wir hier bei 1722, 1723 Dollar hatten. Wenn das passiert, haben wir hier eben die Ausbruchssituation aus diesem Dreieck nach oben. Mindestkursziel ist dort relativ einfach. Die Höhe des Dreiecks kann man auch sehr einfach bestimmen. Das ist das hier gewesen. Und dann, je nachdem, wo wir ausbrechen, morgen, übermorgen, vielleicht nächste Woche, wenn es so kommt, dann sind wir hier schnell in Richtung 1800 Dollar unterwegs. Und wenn wir uns das anschauen und ziemlich weit zurückscrollen, das dauert ein paar Sekunden, dann sehen wir, dass eben genau auf diesem Niveau 1800 ungefähr der nächste größere Widerstand dann eben auch lauert. Und dann heißt es eben nicht unbedingt zufällig, dass wir genau dort unser Kursziel auch haben. Aber wie gesagt, den Ausbruch abwarten, der nach oben erfolgen sollte, denn das ist dann eben eine Trendfortsetzungsformation im Gold. Und wenn das geschieht, wie gesagt, ist das ein Positivszenario. Andererseits, wenn wir hier diese Zwischentiefs aus dem April unterschreiten, das, was wir hier in der Dreiecksformationsbildung gehabt haben, 1660, dann wäre das eben ziemlich schlecht und dann können wir zumindest diese Dreiecksbildung vergessen. Aber aktuell sieht es auch bullischer aus, muss man sagen, als wenn wir es jetzt mit dem DAX oder mit dem S&P 500 zum Beispiel vergleichen. Das technische Bild hier bei Gold anders gelagert und dort dann eben auch durchaus besser. Auch diese Hochs, die wir hier gesehen haben bei über 1700 Dollar, die wurden hier ganz klar auch vom Indikator wie dem MACD getragen. Hier haben wir auch eine Dynamik entwickelt, ein Momentum gesehen im Histogramm, was eben höher war als in den vorherigen Hochs. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen für die 15 Minuten, ist schon mal aufgefallen, mache ich mal die Zeichnung hier wieder raus, die sind jetzt verrutscht bei dem Sprung in eine andere Zeiteinheit. Wenn wir uns jetzt hier mal diese Dreiecksbildung anschauen, die sich jetzt hier ergeben hat, und wenn wir uns auch vor allen Dingen seit diesem letzten tieferen Hoch, 8.5., wo wir bei 1722 waren und hier runtergelaufen sind, haben wir hier peu à peu in diesem kleinen Abwärtstrend tiefere Tiefs gemacht. Der MACD an sich
aber schon mehr und mehr an Dynamik verloren. Ich habe da jetzt mal den Pfeil nach oben gezeichnet. Der hat uns da schon mal Divergenzen angezeigt im Vergleich zu dem, was hier im Kurs passiert ist. Und jetzt haben wir auch den ersten Trigger gesehen, dass wir hier rüber gelaufen sind, schon einmal über diese 1709, 1710 Dollar Marke. Und das war jetzt der erste Schritt. Und jetzt spricht immer mehr auch dafür, dass wir diese Dreiecksformation nach oben verlassen können. Also spannende Geschichte, Gold hier weiter auf dem Vormarsch in Richtung alter Hochs möglicherweise sogar auch perspektivisch, charttechnisch gesehen, fehlt eben nur noch hier der Ausbruch aus der Dreiecksformation, dass wir zumindest in Richtung 1800 Dollar Marke auch kommen können. So, das mal zu dem Gesamtmarkt sozusagen, Aktienmärkte und Gold. Jetzt schauen wir mal auf Aktien, die ja auch interessant sind und wo denn hier auch der Schuh drückt im DAX. Wenn wir uns das mal anschauen, haben wir hier ganz klar auch Verlierer am heutigen Tage gesehen, die den DAX eben auch so stark nach unten drücken, wenn wir uns die Autobranche angucken. Im Schlusslicht am heutigen Tage ist die Conti 7,5% jetzt nachbörslich im Minus. Die Deutsche Bank auf Platz 2, wenn man so will, der Verlierer mit 6,5%. Dann haben wir Daimler, Volkswagen, die folgen, die eben auch über 6% im Minus sind. Und dann haben wir MTU Aero Engines, die hier eben auch wieder abgestraft werden, 6% unten sind. Also hier ganz klar, die Autobranche, BMW ist auch nicht weit weg, muss man da dazu sagen, die heute Kopfschmerzen bereitet. Sie pochen ja auch auf Hilfen, ja, Kaufprämien und so weiter. Die Frage ist, wie das der Gesamtwirtschaft helfen soll, insofern, dass nicht jeder ein Auto braucht und nicht jeder jetzt schreiend zum VW-Händler gehen wird und sagt, jawohl, ich will unbedingt mein Geld rauswerfen. Da, damit ich von der Kaufmenge profitiere, ist jetzt eben auch die Diskussion entbrannt, ob die überhaupt so sinnvoll ist, was an sich an der Diskussion eben auch sinnvoll ist, dass sie entsteht. Und insofern muss man dann immer mal schauen, ob wir hier auch überhaupt A, Kaufprämien haben und B, sollte auch tatsächlich bewertet werden, wie sinnvoll das ist, das eben speziell für diese Branche nur auszuloten. Hier heißt es dann vielleicht auch mal gesamtwirtschaftlich zu schauen. Vielleicht gibt es bessere Modelle als eine Kaufprämie für Autos. Schauen wir mal auf die Deutsche Bank, denn die, wenn wir uns den Gesamtbankindex sozusagen anschauen, ist der ziemlich schwach und hat auch neue Tiefs gesehen. Das hat die Deutsche Bank natürlich auch getan in der Corona-Krise, aber vergleichsweise hat sie sich dann wieder ganz gut geschlagen, als sie sich hier erholt hat. Nichtsdestotrotz müssen wir gerade in der Krise, die wir haben, auf die Bankenbranche schauen, denn Kreditvergabe ist das eine, das andere ist aber eben auch, wie viele Kredite werden zurückgezahlt, wie viele Kredite können nicht mehr zurückgezahlt werden und welche Risiken lauern dort in den Bankbilanzen. Das ist eben auch was, was die Kurse nicht gerade euphorisch nach oben treiben lässt, egal ob es die Deutsche Bank ist, ob es amerikanische Banken sind oder sonstige. Und insofern muss man da eben auch drauf schauen, muss man auf die News achten, wenn wir hier eben ein sehr viel größeres Collateral sozusagen sehen, als das, was jetzt schon einmal mehr oder weniger erwartet wird, dann wird es ein heißer Tanz auch bei den Banken. Insofern hat leider die Deutsche Bank auch immer wieder das Potenzial, hier auch mal ziemlich schnell auch noch mal ein paar Pünktchen nach unten zu verlieren und möglicherweise auch zumindest fundamental gesehen hier die Tiefs noch mal anzutesten. Das muss also hier an der Stelle beobachtet werden. Trendseitig ist es ziemlich einfach. Wenn ich die graue Linie jetzt mal ein bisschen nach unten versetze, dann haben wir genau diesen Punkt hier, der uns
Unterstützung auf der einen Seite bietet und Kopfschmerzen bereiten würde auf der anderen Seite, wenn wir den nach unten hin verlassen. 5,45, das ist so die Kursmarke und insofern haben wir hier diese Unterstützung, die am besten nicht unterschritten werden sollte, charttechnisch gesehen. Ansonsten laufen wir auch hier nochmal in Richtung der Allzeittiefs. Also Deutsche Bank, der Bankensektor insbesondere, ja, genauso zu betrachten. Hier heißt es jetzt nicht verfrüht, dann eben auch mal Investitionsmöglichkeiten zu suchen, sondern wenn dann technisch-taktisch agieren, genau wie man das dann eben hier auch sieht. Ja, und um da mal ein bisschen Humor reinzubringen, da ist Deutschland natürlich gut aufgestellt, wenn man sich den Ölpreisverfall angeschaut hat vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen. Ölpreise, die ins Negative gedreht haben, das hat man nicht für möglich gehalten. Wir hier in Deutschland, in Europa, mit der Deutschen Bank, mit der Commerzbank, mussten damit schon mal rechnen, dass es irgendwo negativ auch wird, um das mal spaßeshalber zu sagen. Insofern an der Stelle, nichts ist unmöglich und auf jeden Fall auf diese Tiefs, auf diese zyklischen Tiefs achten. Wirecard. Wirecard wieder an einer interessanten Stelle. Ich habe es ja gesagt, wir haben hier keine gute Grundlage bei der Wirecard. Natürlich einmal diese Bilanzprüfung, die vorgenommen wurde, die zu einem Fiasko ja geworden ist. Das habe ich euch ja dann eben auch dargelegt, dass wir hier keine gute Situation haben, um jetzt hier unbedingt euphorisch reinzugehen und zu sagen, jawohl, die steht in einem Jahr höher. Das ist eine ziemliche gewagte Wette. Jetzt haben wir am Montag News gesehen, dass der Vorstand verändert wird, dem CEO, dem Herrn Braun, dem wird ein bisschen Kompetenz abgenommen und da werden die Kompetenzen ein wenig anders verteilt. Das hat hier an der Stelle erst einmal nur kurzfristig für Entspannung gesorgt, aber eben auch, wie gesagt, kurzfristig. Am nächsten Tag ging es da schon wieder in Richtung Süden. Wir haben jetzt eine starke Unterstützung erreicht, um die 80-Euro-Marke, etwas oben drüber noch. Bis dahin hat der Kurs in den letzten Wochen immer wieder gehalten, sei es hier beim Corona-Crash gewesen bis Mitte März oder aber eben jetzt hier vor ein paar Tagen. In diese Richtung ist es immer gegangen und bisher hat hier dieses Kursniveau gehalten. Das heißt also auch, wir wissen, wenn es kritisch wird, wenn wir genau hier runterlaufen, dann heißt es, an der Stelle müssen wir auch ziemlich weit zurückgehen, um zu schauen, in welche Richtung das dann eben auch noch laufen kann und wo die Dynamik dann auch noch weitergehen kann. Und dann sehen wir hier zum Beispiel, dass in diesem Preisbereich von hier bis hier ziemlich wenig an großen Unterstützungen dann sonst noch lauert und wo sich dann die Wirecard eben auch nochmal sozusagen neu erfinden muss, auch charttechnisch gesehen neu erfinden muss. Und insofern ist die 80er-Marke sehr, sehr interessant und sehr, sehr wichtig, wenn wir hier eben nicht dann auch nochmal deutlich tiefer abrutschen wollen. Aktuell heißt es einfach, nicht ins fallende Messer greifen und die Wirecard neigt hier auch wieder seit Montag zur Schwäche. Da wurde eben auch schon der Anstieg abverkauft. Wir haben quasi am Hoch eröffnet und sind dann nur noch nach unten gelaufen. Das ist kein gutes Zeichen, was die Aktie jetzt hier gemacht hat. Jetzt ist die Frage, wie kann sie sich dort aus dem Schlamassel wieder befreien und kann sie sich überhaupt aus diesem Schlamassel befreien? Das ist die große Preisfrage, die wir hier haben. Aber wir sehen auch hier, auch am Montag, keine große Zunahme des Volumens dort.
Also die Aktie wurde jetzt nicht sonderlich rege gehandelt, sondern das zeigt eben auch darauf oder deutet darauf hin, dass einfach viele noch nicht wieder überzeugt sind. Wenn wir jetzt einen Kurs oder einen Tag gesehen hätten mit einem sehr hohen Volumen und dann eine möglicherweise auch am nächsten Tag, der freundlicher wäre, ist die Geschichte anders. Hier zeigt es eindeutig, es interessiert nicht viele, dass da jetzt mal ein bisschen was am Vorstand herumgeschraubt wurde, solange eben keine Klarheit herrscht. Und genauso ist die Aktie auch zu betrachten und technisch gesehen eben schwer angeschlagen. So muss man dann eben auch betrachten, wenn wir hier herunterlaufen und wir sind ja jetzt hier auch immer wieder heruntergelaufen, die Dynamik an der Stelle im Corona-Crash natürlich war hoch. Hier haben wir jetzt auch nochmal höhere Dynamik. Wenn wir das Histogramm anschauen, haben wir als Kursmomentum das höhere Negativmomentum aktuell im Vergleich zu dem, was wir hier im März gesehen haben. Also spricht das nicht unbedingt dafür, dass wir jetzt hier super stabil unterwegs sind, um die 80 Euro, sondern das wird dann eben auch noch eine große Aufgabe für Wirecard, diesen Bereich auch zu verteidigen. Kurz vor Handelsschluss war es, glaube ich, oder im Verlaufe des heutigen Tages auf jeden Fall, wenn wir uns jetzt mal die Teamviewer anschauen, da gab es News, deswegen ist sie ja kurz nach Handelsschluss war es, nicht kurz vor, kurz nach Handelsschluss, da sehen wir es heute eher freundlich unterwegs gewesen, hatte einen Schlusskurs bei 45,15. Jetzt ist er noch bei knappen 43. Was ist der Hintergrund? Hier wurden 25 Millionen Stücke auf den Markt geworfen. Platzierung von einem Großinvestor. Und der hat dann mal Kasse gemacht, sozusagen. Und jetzt ist sie erstmal schwächer. Das heißt, das wird dann auch spannend. Erstens, wie ist der Platzierungspreis bei der Teamviewer? Und wie ist dann die Geschichte hier, wie sie weitergeht. Kann TeamViewer an der Stelle um den Platzierungspreis wieder stabilisiert werden, charttechnisch gesehen? Kann sie diesen Preis dann verteidigen oder fallen wir weiter ab nach unten? Insofern schaut mal unbedingt auch auf die TeamViewer. Am morgigen Tage, wie es dann da aussieht, ich schaue mal gerade, ob wir hier in den News noch was bekommen. Aber da steht eben noch nichts zum Platzierungspreis. Das wird dann eben spannend, wenn er bekannt ist. Ja, insofern, wenn wir uns die Indizes anschauen, die aktuell Schwäche zeigen, sollten wir auch nicht unbedingt auf die Aktien eingehen in den nächsten Tagen, wenn sie auch weiterhin Schwäche zeigen, es sei denn, die sind dann eben für einen Investor auch durchaus lukrativ, was zukünftige Dividenden angeht, was aber auch das Kurspotenzial angeht. Und da muss man dann eben jetzt auch schauen, wer kann gut rauskommen aus der Krise, wer kann nicht gut rauskommen aus der Krise und dann eben darauf aufbauend diese Entscheidungen treffen. Wir haben gesehen, beim S-Broker dann zum Beispiel, haben wir mal auch geschaut, was waren so die meisten Käufe, die meisten Verkäufe im April. Auf Platz 1 war die Wirecard, gefolgt von der Lufthansa, die da auch in den Top 5 herumgespukt ist. Und das sind natürlich zwei Aktien, wo man sagen muss, okay, sehr, sehr große Fragezeichen dahinter. Bei der Lufthansa, wenn man sich das hier anschaut, sie sind auf Staatshilfe angewiesen. Früher waren Unternehmen wie die Commerzbank auf Staatshilfe angewiesen und die konnten sich kursseitig nicht erholen. Eine Lufthansa wird eben auch noch weiter
mit der Corona-Krise zu tun haben, zu kämpfen haben, Abstandsregeln in Flugzeugen, wenn mal wieder geflogen werden kann und so weiter. Das wird hier auch eine immens große Aufgabe, dass wir hier mal wieder positiver auch über 10 Euro blicken können. Das ist eben eher noch sehr, sehr weit entfernt. Und insofern frage ich mich zumindest immer, warum man immer wieder auf die Aktien, die eben abschmieren und abschmieren und abschmieren, setzt, anstatt auf Aktien, die eben auch Kursstärke aufweisen und dann eben auch in einem Zeitraum von 3 Jahren zum Beispiel, wenn die Lufthansa dann möglicherweise immer noch bei 7 Euro dümpelt, andere Aktien da sind, die sich verdreifacht haben beispielsweise. Also das sind eben immer wieder diese psychologischen Fallstricke, die viele Anleger ausgesetzt sind, dass man da unbedingt die Aktien, die 70, 80% gefallen sind, unbedingt ins Depot legen möchte. Sie können aber von dem Niveau auch nochmal 70, 80% fallen. Und solange eben diese Staatshilfen, das muss man ja auch dazu wissen, in Anspruch genommen werden, gibt es auch keine Dividendenzahlung. Also ob es jetzt die Lufthansa ist, ob es die Adidas ist, die ja auch Staatshilfen beantragt hat über die KfW, solange diese Kredite nicht zurückgezahlt werden, zero dividend. Also das ist dann eben auch an der Stelle zu beobachten und zu berücksichtigen. Und insofern lohnt sich eben der Blick auf die Gewinner, auf diejenigen, die jetzt da schon wieder an ihren Vor-Corona-Hochs kratzen oder auch schon darüber hinausgelaufen sind. Und wenn wir uns das anschauen, dann gibt es auch in Deutschland einige, auf die man da auch tatsächlich in jedem Fall schauen kann. Wenn man sich heute den Tag mal anschaut, im TecDAX zum Beispiel, Drillisch und United Internet, die haben hier dann schon wieder zugelegt. Umsatzseitig gab es heute News, dass die vom Umsatz her gut unterwegs waren, einen höheren Umsatz als erwartet, auch durch mehr Nutzer. Auf der anderen Seite kostenseitig da auch eben nicht so glimpflich aus der Kiste rausgekommen sind. Nichtsdestotrotz schon mal höherer Umsatz, das spricht eben für die Unternehmen, die auch gefragt sind sozusagen in der Corona-Krise. Und United Internet beispielsweise und Drillisch mit Internet und Mobilfunk, was auch für Homeoffice-Regelungen ja auch da sein muss, sicherlich hier entsprechend auf der Gewinnerstraße erst einmal. Und heute, zumindest zum Handelsschluss, so 4,5, 5 im Plus, jetzt ein bisschen schwächer wieder, aber hier heißt es dann eben auch, kann sich die Aktie möglicherweise auch etablieren und entsprechende Abwärtstrends auflösen und brechen. Das wäre eben jetzt die nächste spannende Geschichte. United Internet wurde ja soweit dann eben auch runtergeprügelt, weil sie die Dividende gestrichen haben oder auf ein Minimum gesenkt haben für das Jahr, weil sie eben beim 5G-Mobilfunkstandard mitgeboten haben und diese Kosten dann anderweitig dann einsparen müssen. Das haben sie eben in Form der Dividende getan. Und hier heißt es an der Stelle, das hat dann eben auch nicht für Vertrauen im Kurs gesorgt bei den Anlegern. Das war eine Dividendenperle bis dato. Jetzt gab es erstmal eine Aussetzung, mehr oder weniger, oder zumindest eine sehr, sehr kleine Dividende. Schauen wir mal, wie das in den nächsten Jahren ist. Wenn hier dann eben auch wieder entsprechende Signale kommen, jawohl, wir wollen wieder eine attraktive Dividende auch zahlen, dann kann United Internet da auch schnell wieder zu einer sehr interessanten Aktie auch für Investoren werden. Aktuell ist es eben nicht gewesen, denn wo keine Dividende, da kein Investor mehr oder weniger, wenn wir hier keine Erfolgsstory haben, kurstechnisch gesehen. Und das haben wir eben wahrlich nicht gehabt seit 2018, weder bei United Internet noch bei Drillisch. Und so muss man dann eben jetzt hier insbesondere auf dieses Niveau hier schauen. Das bricht, dann haben wir einen Trendbruch.
36,70 €, 36,75 € hierüber hinauslaufen und wir haben den Abwärtstrend gebrochen. Aber wir sind schon mal wieder über das Hoch vor Corona gelaufen, was wir da im Februar gebracht haben. Ist die Frage nach der Freenet reingekommen, bietet sich ja an, wenn wir uns zumindest thematisch auch mit der Drillisch auseinandergesetzt haben. Wie sieht es hier aus? Hier hat Drillisch natürlich auch gesagt, hier keine Dividende für dieses Jahr. Wir würden uns ein Finanzpolster zulegen, auf das wir zurückgreifen können, wenn wir eben nochmal arg gebeutelt werden. Vielleicht was noch kommen könnte im Zuge der Corona-Pandemie. Und dort gab es dann eben auch den Vertrauensentzug der Investoren. Das war eine Dividendenperle bis dato, hat dann eben auch immer wieder attraktive Dividenden von 5 bis sogar teilweise 10% gebracht. Jetzt aber für dieses Jahr zumindest erstmal nichts. Und das haben wir dann eben auch mit dieser großen Lücke gesehen. Hier haben wir also an der Stelle für Investoren negative News. Und wenn wir uns die Kursbewegung anschauen, dann ist die Freenet noch sehr weit davon entfernt, einen Abwärtstrend zu brechen. Der würde eben erst bei über 20 € gebrochen werden und sie ist dann eben auch noch viel weiter von ihren Vor-Corona-Hochs dort bei 21, 22 € weg, als es jetzt zum Beispiel eine United Internet tut. Das ist also charttechnisch gesehen noch kein großer Glücksfall, was die Freenet uns hier liefert. Insofern, wenn wir hier keine großartigen positiven Kursentwicklungen sehen, ist das hier auch ein Play, den man vielleicht auch erstmal liegen lassen kann, beiseite schieben kann, bis sich die Lage eben aufbessert. Im Gegenteil muss man hier eben auch schauen, wie kann sich die Freenet entwickeln und ist das hier ein Trendkanal, der sich so oft tut an der Stelle, solange wir hier weder nach oben noch nach unten ausgebrochen sind, charttechnisch gesehen ein Fall zum Abwarten. Aber dann haben wir auch andere wie so eine Bechtle. Die hier auch auf neue Hochs rausgezogen ist, heute ein bisschen schwächer, 1,5%, aber klebt da eben immer noch an ihre Hochs, die sie gestern gemacht hat. Und hier haben wir ja kurz vor Corona eben noch Allzeithochs gemacht. Dann sind wir stark nach unten gefallen, haben uns hier nicht ganz halbiert, aber immerhin sozusagen von 150 ging es da runter auf 80 und aber genauso schnell wieder die Erholung, diese V-Formation, die uns da ein, zwei Einstiege auch verschafft hat, wenn man hier eben natürlich nicht unbedingt dabei sein konnte, haben wir an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder, zuletzt hier bei 140, auch eine kurze Verschnaufpause gesehen, die sich die Bechtle gesetzt hat und wo man dann eben auch wieder auf den Zug aufspringen konnte. Jetzt eben Allzeithoch. Tech-Wert, der uns hier in Deutschland Freude macht, nämlich eine der wenigen Aktien, die sich hier im großen Segment auch in Richtung Allzeithoch vorarbeiten konnte. Eine weitere ist die Sartorius, die hier auch ihre Kreise da einsam weiterzieht. Auch der kurze Rücksetzer bei der Sartorius, wenn man auf den Chart in 10 Jahren schaut, dann kann man nicht sagen, oh, das war jetzt ein starker Dämpfer, den wir da gesehen haben in der Corona-Krise, sondern das war was, was man immer mal wieder sieht bei der Sartorius, ein Rücksetzer, eine Konsolidierung sozusagen, nicht mehr, nicht weniger. Das heißt, wenn jemand vielleicht jetzt gerade mal 3, 4 Jahre alt ist und sich dann mit 14 Charts anschaut, dann kann er nicht sagen, oh ja, genau da sehe ich bei der Sartorius
war die Corona-Krise, sondern das wird schnell wieder gemeistert. Sartorius natürlich fundamental auch für die Corona-Krise bestens ausgerüstet, denn als Laborspezialist sind Sie eigentlich bei jeder Entwicklung eines Impfstoffs irgendwie mit dabei. Und so wundert es dann eben auch nicht, dass die sich hier schnell fangen konnte auf der einen Seite und dann eben auch noch neue Hochs macht. Der Blick auf Aurubis, den wagen wir jetzt auch nochmal, dass hier die Frage, wie sieht es denn hier bei denen aus? Und dann sehen wir eben bei der Aurubis auch, dass sie sich stark gefangen haben. Für diejenigen, die die Aurubis nicht so sehr kennen, schauen wir mal kurz auf die News, die auch hier gekommen sind. Zum Beispiel Aurubis ist natürlich beim Kupferbereich stark mit dabei und immer dann eben auch angewiesen auf die Kupferpreise, abhängig von den Kupferpreisen, wie die sich eben auch entwickeln. Und insofern gibt es da immer noch einen Trigger, einen anderen Preis, auf den man eben auch immer wieder mit achten muss bei der Aurubis. Wie sieht es denn aus? Steht der Kupferpreis höher? Steht der Kupferpreis tiefer? Wie entwickelt sich der Kupferpreis? Und wenn hier Aurubis eben nicht positiv von den Kupferpreisen profitieren kann, dann geht es eben hier auch hinunter. Kupfer ist ja auch immer mal wieder so ein Indikator, den man benutzt für die wirtschaftliche Entwicklung. Wie sieht es damit aus? Und insofern haben wir hier eine Aurubis gehabt, die sich auch hier seit 2018, seit ihren zumindest 2018er Hochs bei über 80, bei zumindest angeklopft bei den 90, auch jetzt hier gedrittelt hat, mehr oder weniger bis zum Corona-Tief bei 30 Euro, jetzt hier aber auch V-förmig nach oben gezogen ist. V-förmig, ohne dass wir hier auch wirklich adäquat nochmal einen Rücksetzer bekommen haben, wo man dann sagen kann, da will ich jetzt wieder mit dabei sein, sondern das ging hier eigentlich in einem Schwung mehr oder weniger nach oben. Jetzt ist dann die Frage, ob wir hier tatsächlich vor Corona-Hochs auch jetzt nochmal eine Konsolidierungsbewegung sehen. Das deutet sich gerade an. Die Frage ist, wie entwickelt die sich? Werden wir hier so eine Flaggenentwicklung sehen? Sprich, hier, wie ich es eingezeichnet habe, zwei parallele Trendlinien, die abwärts geneigt sind, aber nicht zu steil nach unten. Und dann kommt Ausbruch nach oben. Dann haben wir eine schöne erweiterte V-Formation und die Flagge als Trigger oder sowas wie ein Wimpel beispielsweise. Ähnliche Geschichte. Das könnte hier blühen bei der Aurubis. Das sollte man dann jetzt beobachten, wie diese angedeutete Korrektur, die jetzt hier entstanden ist oder in der Entstehung inbegriffen ist, wie scharf wird die und gibt es hier möglicherweise sowas wie eine Flagge. Das würde eben für eine erweiterte V-Formation sprechen. Rücksetzer, hier diese Niveaus um die 45, 46. In diesem Bereich haben wir hier auch immer mal wieder dann gute Unterstützungsmarken an der Stelle. Zum Beispiel aus dem Jahr 2019, Anfang 2019, mehrfach hier in diesem Bereich etwas über 45 nach oben hin abgeprallt. Dann mal auf der anderen Seite nach unten hin wieder abgeprallt von dem Niveau. Also das ist ein guter Bereich um die 45 Euro herum. Schauen wir mal, wo sich die Aktie dann jetzt gleich hin entwickelt in den nächsten Tagen. Der Trigger bleibt aber immer ähnlich. Wenn wir jetzt hier die Flagge haben, haben wir den Ausbruch aus der Flagge. Aber finale Trigger ist immer dieses Zwischenhoch, was wir jetzt hier vor ein paar Tagen entwickelt haben. Wenn wir mal in den SDAX hineinschauen, ist auf der einen Seite die Encavis noch interessant.
Solarparkbetreiber hat ja frühzeitig kommuniziert, keine großen Auswirkungen durch das Coronavirus für unser Geschäftsmodell. Die sind jetzt hier seit einigen Tagen eben auf dem Vorkrisenniveau, charttechnisch gesehen zumindest, und dümpeln da jetzt so ein bisschen rum seitwärts. Da kommen sie noch nicht so wirklich drüber, über diese knappen 12 Euro, schon mal mehrfach versucht und probiert, aber immer wieder gescheitert. Das ist also erstmal ein hartnäckiger Stand um diesen Bereich herum, der auch durchaus im Auge behalten werden sollte. Jetzt heute mal wieder den nächsten Versuch unternommen. Ja, die Frage ist aber, ob wir hier uns tatsächlich mal mit einem Schlusskurs auch über die 12 hangeln können. Das wäre dann eine sehr, sehr gute Story für weitere Hochs an der Stelle. Und das bleibt dann eben auch noch abzuwarten. Solange das nicht passiert, heißt es hier, kann das Ganze auch nochmal abkippen und möglicherweise auch so eine Umkehrformation sich entwickeln. Also hier schauen, auch hier, wenn wir uns den Wochenchart anschauen, schöne V-Formation. Aber so muss es dann eben auch sein, wenn man hier ein Unternehmen hat, was keine negativen Auswirkungen durch die Corona-Krise hat. Heute Hauptversammlung kam hier gerade im Chat rein. Ja, das ist natürlich auch spannend. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was die da gesagt haben, aber an der Stelle steht jetzt auch Dividendenerhöhung auf 26 Cent je Aktie und eine Wahldividende. Also in Aktien wahrscheinlich oder aber in Cash ausgezahlt. Das kann man sich dann aussuchen. 26 Cent immerhin irgendwo im Bereich von 2% als Dividendenrendite. Jetzt haben wir viele deutsche Aktien schon gesehen. Jetzt möchte ich mal den Blick ein wenig internationaler werfen. Und zwar gehen wir jetzt einfach mal in Richtung Amerika und schauen mal, welche Aktien denn da performen können und welche eben nicht. Wir schauen doch einfach mal, das haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Es gibt ja immer noch Anlagetrends und welche Aktien haben heute ein neues 52-Wochen-Hoch ausgebildet? Und es gab ja viele, auch letzte Woche haben wir einige besprochen, die da unterwegs waren mit neuen Hochs, sei es Check gewesen als E-Learning-Plattform für Studenten vor allen Dingen, sei es sowas wie beispielsweise Etsy gewesen, die als Plattform für individuelle Kunst mehr oder weniger auch unterwegs sind, sei es die Ocado Group, die dort Lieferservices für Supermärkte beispielsweise oder automatisierte Warenlager auch mit an der Stelle auch zum Leben erweckt, sei es eine. Hier sehen wir gerade Tencent, die im Bereich Spiele unterwegs ist und dann beim Gaming natürlich jetzt entsprechend gut profitieren kann. Viele sind zu Hause, viele wollen sich die Zeit vertreiben. Es werden mehr Spiele gespielt, mehr Spiele runtergeladen, mehr Spiele verkauft. Und das ist hier eben ein ganzer Branchentrend. Jetzt sehen wir hier die Tencent, die ist auf über 50 rausgezogen, hat hier einen guten Breakout hingelegt. 53, 40 ist sie jetzt. Und hier heißt es so schön, the trend is your friend, ein schöner Breakout, den wir hier gesehen haben und die Tencent, die jetzt damit auf neue Hochs gestiegen sind. Schaut euch das mal an. Man sagt hierzu so schön, Major Breakout, so hoch wie eben A noch nie und B der Ausbruch, der eben sehr, sehr lange gebraucht hat. Fast 2 oder mehr als 2 Jahre hat das hier gedauert und jetzt kommt der Ausbruch. Das ist ein positives Zeichen. Das muss man da dazu sagen. Also perfekt, die ganze Geschichte der Ausbruch und der eben auch dynamisch ist. Vor ein paar Tagen ausgebrochen, dann ja ein bisschen seitwärts, aber jetzt wieder hier den Schwung nach oben gesehen. Das ist gut
Und das ist dann eben auch wichtig, wenn wir es mit einem solchen Major Breakout zu tun haben. Das Volumen zieht an hier in den letzten Tagen, auch das ist gut. Also heißt es hier sehr, sehr positiv an der Stelle bei der Trend sind. Der kleine Trend, den wir seit den Corona-Tiefs gesehen haben, der bricht hier, wenn wir unterhalb der 47,50 unterwegs sind, beziehungsweise 46,60, Entschuldigung, der große Trend bricht aber dann eigentlich erst hier an der Stelle, wenn wir diese Tiefs hier bei 36,30 ungefähr oder 36,10 unterschreiten. Also insofern haben wir hier einen stabilen Aufwärtstrend natürlich, der jetzt in eine neue Phase eingetreten ist, in eine positive Phase. Und das drumherum sorgt natürlich für Rückenwind. NetEase habe ich mir aufgeschrieben. Perfekt, dass Sie heute auch noch ein neues 52 Wochen gemacht haben. Denn die NetEase, die hat hier auch eine spannende Geschichte gemacht. Da muss ich mal ein bisschen rauszoomen. Und wenn man sowas dann immer mal wieder beobachtet und dann immer wieder auf die Charts dann eben zurückgreifen kann, sich dann einen Kursalert auch noch setzt beispielsweise, dann hat man hier vieles richtig gemacht. Bei der NetEase war es eben so, dass wir hier eine Tasse mit Henkelformation haben, die sich ausgebildet hatte. Wir hatten die Tasse, die sich so ausgebildet hat. Dann haben wir den Henkel gesehen in den letzten Wochen hier mit Corona. Dieser Henkel, der sich ausgebildet hat, dann hatten wir eben hier den Versuch, aus diesem Henkel nach oben auszubrechen. Das ist jetzt gelungen in dieser Woche. Und dann versucht sich die Aktie eben auch noch dran, das Hoch, das gesamte Hoch dieser Tasse, was wir hier im Jahr 2017 gesehen haben, auch noch nach oben zu durchbrechen. Das also sehr, sehr positiv. Eine sehr langfristige Tasse mit Henkelformation. William O'Neill, der Begründer sozusagen dieser Formation, der wird sich hier freuen und hat sich bestimmt auch gefreut, als er den Chart hier gesehen hat. Denn das würde dann eben auch ein gutes Beispiel sein für vielleicht eine neue Auflage seines Buchs, wo er auch sehr, sehr viele Charts eben als Beispiele mit reingebracht hat. Hier die OK Group nochmal kurz aufgemacht. Ja, jetzt leider nicht in der britischen Pfund. Machen wir doch gerade mal auf. Hier sind sie jetzt mit britischen Pfund und hier dann eben auch die Kursentwicklung, die hier steil nach oben führt. Die helfen eben mit, diese Warenlager auch mit zu automatisieren. Und Digitalisierung, Automatisierung ist natürlich jetzt ein Thema, worauf man dann eben auch sehr, sehr stark zusteuert, wenn man an der Stelle nicht vor zu vielen Einschränkungen oder von zu vielen Einschränkungen betroffen sein will, beispielsweise Lockdown-Maßnahmen, Abstandsregeln. Wenn man natürlich viel automatisiert hat, dann braucht man dort eben keine großartigen Eingriffe zu befürchten. Und das ist natürlich etwas, was jetzt auch entsprechend vorangetrieben wird. CD Projekt, wenn wir uns Gaming-Aktien anschauen, das ist so ein Vertreter aus Polen, wenn mich nicht alles täuscht. Und die sind hier auch eben wieder auf höheren Hochs unterwegs, haben jetzt hier um die 80 Euro so eine kleine Seitwärtsphase ausgebildet. Oben sind wir im Bereich von 83,20, 83,50 unterwegs und hier unten bei 81, nee, 78, Entschuldigung, also diese 5,50 €. Wenn wir hier den Ausbruch nach oben erleben, haben wir hier die Trendfortsetzung, die dann eingeleitet wird. Und wie gesagt, der Branchentrend Gaming spricht für sich erst einmal.
Also wir sehen, diese Liste ist nicht unbedingt so klein, auch wenn wir hier heute einen schlechten Tag hatten bei den großen Indizes. Trotzdem haben wir hier mal so um die 40 Aktien, die jetzt in der Liste unterwegs sind. Und wenn wir mal zum Beispiel auch Alternativen uns anschauen, zu Wirecard haben wir jetzt hier Adyen, die eine Mobile Payment Alternative sind. Und da stellt sich eben das Kursverhalten ganz anders dar. Ja, ohne Kapriolen, was eben hier die Buchführung und Bilanzbuchhaltung angeht, würde Wirecard vielleicht ja auch dastehen. Aber wenn man dann eben irgendwelchen Schabernack treibt, dann hat das eben auch immer wieder Auswirkungen. Und so, wenn wir uns das hier anschauen, als Alternative für diejenigen, die eben immer Wirecard, Wirecard, Wirecard gekauft haben, Wirecard, die jetzt aktuell ungefähr auf dem Niveau sind vom Corona-Tief. Wenn wir uns das jetzt mal bei Adyen anschauen, man hier 50% Kursperformance machen können. Also lieber auf Stärke setzen, hätte man hier also einen Vertreter gehabt, der eben nicht in solche Skandale verwickelt ist, und dann eben auch sehr viel einfacher von der Kursperformance her unterwegs sein kann. Neue 52-Wochen-Hochs sprechen da dann auch noch dafür, selbst beim Durchbruch hier über diese Hochs vor der Corona-Krise wäre man hier schon wieder 15% ungefähr positiv unterwegs gewesen. Also es gibt Alternativen, man muss sich umschauen, man muss nicht immer auf die Aktien schauen, die einem bekannt sind, sondern den Blick über den Tellerrand wagen, starke Aktien auch immer mal wieder beobachten und dann möglicherweise auch mal zugreifen. Kommt mir hier so eine Aktie von Pinduoduo, lustiger Name, über den Weg. Letztes Jahr haben wir die auch ein paar Mal beobachtet. Die sind jetzt auch auf neue Hochs gezogen. Und hier sieht das eigentlich so aus, als ob denen Corona auch völlig egal war. Wenn man hier die Kursentwicklung anschaut, an der Stelle war es eine normale Korrektur, die seit November letzten Jahres eingesetzt ist, zwischen 45 und 30 Dollar. Und da hat sie sich dann irgendwann herausgewagt und dann auch ziemlich schnell neue Hochs gemacht. Also hier auch ein solcher Vertreter mit neuen Hochs. Mal gerade, ja, leider keine Daten, ist halt noch so ein Startup-Charakter sozusagen. 1 Milliarde Verlust im letzten Jahr ist natürlich auch kein Pappenstiel. Regeneron Pharma, hier haben wir Pharmaaktien, die nach oben gehen. Hier ein Riesenunternehmen, neues Hoch gemacht, kurzzeitig zumindest, jetzt wieder zurückgefallen. Und hier heißt es auch eben noch weiter darauf warten, auf den Ausbruch aus dieser Seitwärtsphase. Schaffst du nicht, per Schlusskurs noch nicht geschafft, über das Hoch von Mitte April vom 20.04., da waren wir bei 575, 45 oder 54, ein paar Cent überschritten, 581 war sie auch mal, aber sie kamen noch nicht per Schlusskurs oben drüber. Das wäre eben hier noch das, was sie leisten müsste, aber der Trend spricht hier eben auch für sich. Pharmaaktien natürlich auch besonders stark. Ring Central. Neue Hochs. Hier jetzt der Ausbruch nach oben. Auch das sieht erst einmal gut aus an der Stelle. Hier haben wir die 250, 257 Dollar Marke überschritten in den letzten Tagen und sind da weiter nach oben gezogen. Jetzt haben wir so zwei Dojis. Das heißt, hier jetzt mal drauf achten, auch am morgigen Tage, wenn die Aktie hier das heutige Tief unterschreitet, dann haben wir hier zumindest mal erstmal das Potenzial, wieder etwas zurückzulaufen. Ja, siehe da, Aqua America geht auch einfach, ja, geht nicht einfach weiter. Hier hört der Kurs beim 3.2. auf. Da ist irgendwas mit der Kursversorgung schiefgelaufen.
muss ich mal mir aufschreiben. Hier ist übrigens auch Check, 11% wieder im Plus und neues Hoch gemacht. Also da freut man sich da natürlich, wenn man dabei ist. Und hier ging der kleine Trend dann eben auch weiter. An der Stelle die Check immer wieder auch mit Rücksetzern natürlich. Aber seit dieser entsprechenden Kurslücke trotzdem mit einem Aufwärtstrend unterwegs. Das machen wir jetzt mal zu. Ich schaue mal eben auf die Fragen, die jetzt hier noch reingekommen sind. Pro7 ist eine Frage, ob ich da mal drauf schauen kann. Kann ich machen, ist natürlich jetzt auch ein Einstieg passiert. KKR hat hier wieder einen Anteil gekauft an Pro7 vor ein paar Tagen, nämlich gestern kam, glaube ich, die News dazu raus. KKR ist ja aktuell ein wenig auch auf der Pirsch und schaut sich das ein oder andere Unternehmen an. Die sind hier jetzt jüngst nicht nur bei Pro7 tätig geworden. Und das wurde jetzt erstmal in Anführungszeichen gefeiert, aber heute auch wieder schwach, 7,4% im Minus. Und das heißt also, nicht jeder ist damit unbedingt so einverstanden, was Pro7 und KKR angeht. Hier gibt es noch einige Fragezeichen. Hier gibt es ja auch eine Headline von gestern. Wiedereinstieg befeuert Spekulationen um Pro7. Und das ist natürlich die Frage, was jetzt daraus erwächst. Charttechnisch gesehen, ja, wir sind jetzt mal vom Corona-Tief weiter weggekommen. Das ist schon mal gut. Die hat sich da natürlich auch extrem negativ entwickelt. Es wird aber auch mehr ferngeschaut beispielsweise. Nichtsdestotrotz noch ziemlich weit weg von ihrer, ja, Zone, wo man mal von einem Abwärtstrendbruch sprechen kann. Das wäre irgendwo hier knapp unter 15 Euro der Fall. Solange sie sich da eben nicht hinentwickelt, ist das Thema eben schwierig. Und Pro7 Fernsehformate werden ja mehr und mehr abgelöst von On-Demand-Videos. Pro7 ist da ja auch positioniert. Die Frage ist aber natürlich, wie sie sich da im Schatten von Netflix, von Disney, von Amazon, von Google oder YouTube mittlerweile und Apple auch durchsetzen kann oder entsprechend auch zumindest mal so positionieren kann, dass sie auch profitiert. Das wird die Frage sein. Und der Kurs spricht dafür, dass die Frage noch nicht zufriedenstellend beantwortet worden ist. Also hier, ja, positiv die Kursentwicklung seit den Tiefs. War aber auch viel hier im Argen, was den Kurs angeht. Wenn man von 14 auf 6 fällt, dann haben wir hier über 60% verloren innerhalb von ein paar Tagen. Das wird jetzt gerade wieder korrigiert, aber es stellt jetzt nicht den ganzen Abwärtstrend auf den Kopf. Das muss man da auch dazu sagen. Der ist eben erst gebrochen, wenn wir hier die 14 wieder überschreiten. Siehe graue Linie im Chart. Und dann eben auch am morgigen Tage, da schreiten wir dann auch mit Xetra-Eröffnung hier das Tief von gestern. Das war bei 10,31, also da, wo die Kurslücke sozusagen ihr Ende gefunden hat. Dann dürften wir uns noch mal ein wenig tiefer auch hinbewegen.
Dann Arista Networks, eine Frage dazu gekommen. Wie sieht es denn hier aus? Schauen wir die Aktie erstmal im Wochenchart an. Und hier sehen wir, dass sie sich eben auch seit geraumer Zeit in so einer Konsolidierungsphase befindet. Mehr oder weniger ein dreistufiger Prozess, den es jetzt hier gegeben hat. Wir haben hier diese Hochs bei 300 gehabt. Da sind wir sogar mal vermeintlich oben drüber gelaufen, konnte nicht gehalten werden und wir sind wieder weiter runter gelaufen. Also hier dieser dritte Teil der Konsolidierung hieße, dass wir hier möglicherweise auch am Ende der Konsolidierung sein können. Ich bin jetzt nicht auf dem Laufenden, was die Fundamentaldaten von Arista Networks hergeben, aber hier technisch gesehen haben wir hier eine Geschichte, die uns bei bestimmten Signalen auch Auftrieb geben kann, was hier eine Fortsetzung dieser Aufwärtsbewegung angeht. Hier sind wir dran, drauf und dran daran eben auch zu arbeiten. Ich habe jetzt hier mal von dem Hoch aus gesehen, zwei Trendlinien, die man sehr, sehr gut und sehr einfach auch setzen kann, eingezeichnet. Die erste wurde eben schon gebrochen, die etwas steiler nach unten geht. Die zweite, da ist Arista Networks gerade dran, das zu brechen. Das wäre das erste Zeichen. Und ein zweites Zeichen, was dann folgen muss, um hier positiver reinzublicken, wäre hier um die 222,72 oder, nee, Moment, 239, Entschuldigung, 239 Dollar, dass wir dieses Zwischenhoch dort auch nochmal überschreiten. Dann hätten wir nämlich auch zwei Fliegen aus einer Klappe, mit einer Klappe geschlagen. Erstens, wir haben die Sequenz der tieferen Hochs überschritten, die es da eben seit dem Allzeithoch bei über 300 gab. Zweitens haben wir damit diesen Abwärtstrend durchbrochen. Das muss also passieren. Und wenn das eben passiert, stelle ich mir auch gut vor, dass wir eine entsprechende Kursdynamik nach oben bekommen. Das Volumen springt an. In den letzten zwei Tagen, also gestern vor allen Dingen, haben wir hier ein steigendes Volumen gesehen. Das heißt, hier vermutlich hätten wir mit einem etwas stärkeren Gesamtmarkt auch einen Bruch dieser Trendlinie schon erreicht. Aber hier wurde Arista auch erst einmal mit in Sippenhaft genommen, wenn es keine News gab, was das Thema auch Gesamtmarkt angeht. Also insofern nochmal die nächsten Tage draufschauen. Die Trendlinie, die zweite, die muss noch überschritten werden, die 239, dann sieht es besser aus. Ansonsten besteht immer weiter die Gefahr, dass sie in dieser Sequenz tieferer Hochs und tieferer Tiefs seit den Allzeithochs auch weiter gefangen ist, wenn sich das eben nicht löst. Dann schauen wir doch auch noch mal zum Abschluss vielleicht auf noch eine weiterhin starke Aktie. Muss man mir jetzt nur anzeigen. Moment. So, nehmen wir doch das Kürzel und dann ist sie da heute 38% im Plus. Wenn ich das hier richtig sehe, ja, und auch hier sieht es aus, zumindest, dass die Aktie hier ihre, ja, Corona-Tiefs, die auch
vermutlich gleichzeitig Allzeittiefs waren, entsprechend auch geknackt hat. Also geknackt heißt in dem Sinne positiv hinter sich gelassen hat, nach dieser Seitwärtsphase hier nach oben ausgebrochen und hier gab es dann eben jüngst auch den Trendbruch, den man eben auch sehen wollte. Hier knapp unterhalb der 15 Dollar, es war wahrscheinlich irgendwo bei 14 Dollar, dieses tiefere Hoch, was überschritten worden ist. Jetzt sind die 38% im Plus. United Natural Foods, hier haben wir also eine Aktie, die extrem gut jetzt am heutigen Tag und gestern eben auch schon gelaufen ist. Und der Food-Bereich natürlich auch eine Geschichte, die ja auch nicht unbedingt so spurlos durch Corona durchkommt. Wenn man sich da jetzt beispielsweise auch in Amerika mal die ein oder andere Berichte anschaut, dann sehen wir, dass auch Knappheit herrscht an Fleisch beispielsweise, weil eben auch der ein oder andere Betrieb dicht gemacht werden musste. Und weil auch die Lieferketten nicht mehr so sind, wie sie sein müssen, haben wir hier den ein oder anderen Vertreter aus der Branche, der eben nicht so gut wegkommt. Bei United Natural Foods hat das jetzt erstmal nicht so sehr mit den Fleischprodukten zu tun. Die haben hier eher im Bereich Natur, Bio, Spezialnahrungsmittel entsprechend auch zu kämpfen. Viel Tiefkühlkost bieten die, glaube ich, an und Nahrungsergänzungsmittel beispielsweise. Aber kurstechnisch gesehen, gestern eben hier den Abwärtstrend gebrochen, heute geht es 38% nach oben. Das sagt hier auch sehr, sehr viel aus. So, das war jetzt mal wieder einer der Vertreter, die hier extrem gute Kursperformance gemacht haben, jetzt innerhalb eines Tages im ja, weit zweistelligen Bereich, prozentual im Plus. Den bringe ich euch eben nochmal zum Ende des Webinars mit, um einfach damit auch zu verdeutlichen, es gibt Aktien, die eben sehr gut da rauskommen, auch aus der Krise rauskommen können und wo man dann eben dieses Kurspotenzial so sieht. Das sollte es jetzt aber erstmal gewesen sein für heute mit dem Webinar. Wenn ihr noch Fragen habt im Nachgang gerne, hier ist die E-Mail-Adresse, dann schreibt mir gerne akademie@sbroker.de, dann gehe ich gerne auch darauf ein, nehme die Fragen auch gerne mal mit in die nächste Marktanalyse, wenn ich sie nicht schon vorher per E-Mail beantworte. Und dann heißt es bis zum nächsten Mal, nächste Woche Mittwoch, gibt es das nächste Marktanalyse Live Webinar wieder 18 Uhr und hoffentlich mit einem besseren Ton. Euch wünsche ich noch einen schönen Abend, eine schöne Restwoche, erfolgreiche Trades und Investments. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.